Ja, der BMW Concept X7 e-Performance steht für einen neuen Wurf im Luxussegment der Marke BMW. Wir haben schon länger einen 7er oben in unserer Modellpalette und jetzt werden wir diese Art von Luxus und Reisekomfort auch anbieten im SUV-Segment und dafür steht dieses Auto. The BMW Concept X7 iPerformance stands for a new step in the field of luxury for the BMW brand. We already have a 7 Series sedan for a number of generations, and now we want to offer that type of roominess, that type of luxury in an SUV, and that's what you see here in this concept vehicle. Ja, auch dieses Concept Car ist eigentlich ein Teil von unserer neuen Entwicklung der Formensprache fürs BMW Design. Das ist eine Formensprache, die ruhiger ist, cleaner, sauberer, weniger Linien. Aber die Linien, die da sind, sind sehr präzise. Und natürlich, wenn man so etwas macht, eine reduzierte Formensprache, dann kommt es auf jeden einzelnen Detail an. Und das sieht man auch in diesem Konzeptfahrzeug. Wir haben uns besondere Mühe gegeben, jedes einzelne Detail sehr präzise und sehr luxuriös zu machen. This concept vehicle plays a big role also in the communication of our new design language for the BMW brand. We are introducing a form language that is cleaner, calmer, fewer lines, but the lines that we do have are very, very precise. And with that a cleaner form language, of course, details become more important. Every detail counts. And in this concept vehicle, you see all of these things. The cleaner body surfacing and the great care and attention for every single detail. Im Exterieurdesign von diesem Konzeptfahrzeug ging es uns zunächst darum, Luxus und Präsenz auszudrücken. Das ganze Fahrzeug hat eine sehr aufrechte Gestik. Das sieht man an dieser sehr vertikalen Gestaltung der Nieren. Man sieht es auch in der Seitenansicht an den Säulen. Dieses Fahrzeug hat sehr viel Raum und vermittelt das auch im Exterieur. Und dann sind viele Details eigentlich sehr modern, sehr high-tech. Die sehr flache Frontleuchten, die noch viel flachere Heckleuchten, die betonen auch die Breite. Also wir wollen in diesem neuen Schritt in unserer Formensprache eine ruhige Formensprache vermitteln. Ruhige Flächen, aber sehr präzise Details und sehr präzise Linien. Well, in the exterior design of this vehicle, it's of course all about luxury and presence. So there's a very vertical gesture to this car, immediately visible in the shape of the BMW typical grille. Also in side view, the pillars, the greenhouse is very vertically oriented. The car has a lot of room, so we want to communicate that. And then all the details are actually done in a very modern, very precise way, like the very narrow headlamps and the even more narrow tail lamps. They actually also emphasize the width and the modernity in this vehicle. Luxus im Interieur hat zunächst zu tun mit Raumwirkung. Wir haben hier in diesem Konzeptfahrzeug alles getan, damit das Interieur sehr geräumig ist und sehr geräumig wirkt. Unter anderem das Glasdach trägt dazu bei, aber auch die Linienführung im Dashboard und in den Türen unterstützt die Raumwirkung. Und dann natürlich wird Luxus geprägt von Liebe fürs Detail und handwerkliche Perfektion. Und da sieht man, denke ich, in den Sitzen und in den Materialien sehr, sehr gut. Luxury in the interior, of course, has a lot to do with spaciousness. And the design that we have chosen for this car actually enlarges this feeling of spaciousness. The glass roof plays a big role, but also in the interior where you find three rows of seats. There is really a lot of attention taken towards spaciousness. Then luxury, of course, comes across with all the details and certainly also the materials that we have chosen for this vehicle. Ja, in diesem Konzeptfahrzeug haben wir natürlich klassische Luxusmaterialien, so wie Leder und Holz, aber wir haben das in eine neue Art und Weise verwendet. Das Leder hat ganz neue Muster, ganz neues Stitching. Das Holz ist ein offenporiges Holz, aber wir haben auch Materialien, die neu sind für uns, so wie Glas.
an ein paar Bedienelementen. Das haben wir gemacht mit der Firma Swarovski. Und das sind Bedienelemente, die man oft berührt. Also da haben wir eben gemeint, etwas ganz Besonderes zu machen. Und das insgesamt bringt dieses Fahrzeug, glauben wir, auch auf ein neues Niveau von Luxus für die Marke BMW. Well, in the interior, of course, you find some classic materials like leather, but we've treated it in a different way with new patterns and stitching. You'll find some wood, modern interpretations, open pore wood, but you also find glass. We've done certain elements that as a driver you touch and you operate often in glass that was made by Swarovski. So there is quite a few details that we believe are out of the ordinary and really bring this car at a very high level of luxury. Ja, Digitalisierung schreitet in jedem von unseren Fahrzeugen voran. In diesem Konzeptfahrzeug sieht man einen weiteren Schritt. Wir haben nochmal größere Bildschirme, natürlich Touchbedienung, aber die Passagiere in diesem Fahrzeug können auch miteinander kommunizieren im Fahrzeug, können Inhalte von vorne nach hinten schicken. Und es wird also auch im Fahrzeug ein neues digitales Erlebnis geben. Connectivity is very important to us at BMW. We have the highest rate of connectivity in our fleet, and each of our new cars will show another step towards digitalization. In this concept vehicle, you'll see bigger screens than you've seen before from us. Of course, touch control, gesture control is possible. In this vehicle, passengers can also share digital content amongst themselves. You can move digital content from front to back in the car. So there is also another level, a new level of digital experience that you can get in this vehicle.